dann versuchen, wieder alles zurückzudrehen. Dann zeigt das, man muss wachsam sein. Und ich freue mich darüber, dass die Schweiz wachsam war und dies abgelehnt hat. Und da könnt ihr auch stolz sein, weil ihr habt dafür gekämpft, mit unterstützt, aufgeklärt, dass dieses Volksbegehren dann nicht Erfolg hatte. Aber machen wir uns nichts vor, es ist eben noch nicht alles in Ordnung. Und es gibt noch weitere Bereiche in unserer Gesellschaft, wo es eben nicht so selbstverständlich ist und man einfach sagen kann, man ist schwul, man ist lesbisch oder transsexuell oder bisexuell. Das ist eben heute in vielen Bereichen unserer Gesellschaft immer noch nicht so selbstverständlich. Und wir freuen uns, dass wir als Stadtpräsidentin, als ehemaliger regierender Bürgermeister oder eben der Bürgermeister von Paris oder unser Premierminister in Luxemburg und andere offen leben können und das nicht schadet. Aber die Bereiche, wo das immer noch schadet, wenn man es denn sagt, die gibt es auch noch im Sport, in der Politik jetzt ein bisschen weniger, aber im Wirtschaftsleben, in anderen Bereichen, da gibt es das immer noch. Und dementsprechend wird Network noch viel zu tun haben. 20 Jahre in der Tat, ein kleines Jubiläum. Lieber Lucius, du musst da mit deinen Männern weiterhin aktiv sein. Irgendwie bleibt da ja auch so bei den 400 oder so, ne? So. Also irgendwo dachte ich doch mal, die 500 stehen demnächst mal an. Ne? So, also ich denke mal, müsste noch ein paar unentdeckte Männer, schwule Männer in der Schweiz geben, die ihr noch aktivieren könnt. Auch dabei viel Erfolg und immer Unterstützung, viel Engagement. Und bei einem politischen Engagement vergesst auch nicht eure Beziehungen zu pflegen, die freundschaftlichen Beziehungen, die durch dieses Network entstanden sind. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das macht dann auch das soziale Engagement immer leichter, wenn man sich auch gut versteht. In dem Sinne, ich bin dankbar, euch kennengelernt zu haben, euch begleitet zu haben über viele Jahre. Und vielen Dank für die Einladung, hierher zu kommen. Und alles Gute, nochmals herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren.